Investieren ist die Schnittmenge aus Ökonomie und Psychologie, sagt der Hedgefondsmanager Seth Klarman. Wenn man sich jetzt aber die Aktienmärkte im Frühsommer 2020 anschaut, dann stellt sich automatisch die Frage, welcher Treiber dominiert. Ich begrüße Sie zum St. Galler Kantonalbank Investment Talk Home Office Edition im Juni 2020. Mein Gast ist heute Jan Widmer, Fondsmanager Aktien St. Galler Kantonalbank. Jan Widmer. Der S&P 500-Index stand am 3. Juni am gleichen Ort wie Ende 2019. Nach einem tiefen Taucher im Zuge der Coronavirus-Pandemie hat er sich in nur 2,5 Monaten um 45% erholt. Gibt es dafür eine rationale Erklärung? Also der S&P 500-Index ist stark getrieben durch die Technologieaktien und die Gesundheitsaktien, die rund die Hälfte des Indexes ausmachen. Die beiden Sektoren sind seit Jahresbeginn in der Gewinnzone, also notieren höher. Das zeigt sich auch im technologielastigen Nasdaq-Index, der auch höher als seit Jahresbeginn notiert. Weil die Investoren haben die beiden Sektoren als Gewinner identifiziert, weil die strukturellen Wachstumstrend zum Beispiel Digitalisierung und Demografie durch die Corona-Krise nicht negativ tangiert wurden. Die Coronavirus-Pandemie breitet sich weltweit immer schneller aus. Die Wirtschaftsaussichten sind trübe. Das IMF erwartet für dieses Jahr eine Schrumpfung der Weltwirtschaft um über 5%. In den Medien dominieren die Bürgerrechtsproteste in den USA. Spielt das alles überhaupt keine Rolle? Also der Aktienmarkt hat sich mit der Rezession im März bereits, ich sage, auseinandergesetzt und arrangiert. Man kann als Faustregel sagen, dass der Aktienmarkt rund 6 Monate in die Zukunft schaut. Und eine, ich sage, Abbildung der Erwartungshaltung der nahen Zukunft ist. Und der Aktienmarkt signalisiert natürlich ganz klar, dass sich der Erholungspfad fortsetzen wird und dementsprechend preist er das ein. Aber was treibt den Aktienmarkt heute stärker? Die erhoffte oder erwartete Erholung der Weltwirtschaft? Oder ist es nicht doch etwa die expansive Geldpolitik der Zentralbanken? Also beides sind wichtige Faktoren und Kursstützen. Für mich ist aber ein dritter Faktor, der weniger, ich sage, im Fokus steht, entscheidender. Und das sind die fiskalpolitischen Programme. Die wurden überraschend schnell lanciert durch die Staaten und werden jetzt in den kommenden Monaten und Quartalen natürlich die Unternehmensentwicklung und, ich sage, die allgemeine Wirtschaftsentwicklung sehr positiv beeinflussen. Es fällt auf, dass die Erholung sektorweise abläuft. Sie haben es eingangs erwähnt, am Anfang stand der Technologiesektor, dann kamen die defensiven Aktien aus Nahrungsmittelindustrie und Pharma und jetzt zuletzt waren die zyklischen Titel aus Industrie und Finanz sehr stark. Was oder wie geht es weiter? Also die Beobachtung ist korrekt. Zuletzt waren die zyklischen Sektoren, vor allem Finanz, Industrie, aber auch Energie gefragt, weil die Unternehmen wurden im Zuge der ersten Erholung außer vor gelassen. Die Bewertungen sind günstig und ich gehe davon aus, dass dieser Trend sich fortsetzen wird. Vor allem die Bereiche Energie und Industrie würde ich aktuell übergewichten. Ich erwarte, dass sich diese beiden Sektoren besser als der Gesamtmarkt in den nächsten Wochen entwickeln werden. Sie haben es gerade gesagt, in Ihrer Sektorstrategie übergewichten Sie den Energiesektor. Dies trotz negativen Konjunkturaussichten und sehr tiefen Ölpreisen. Worauf stützt sich Ihre Einschätzung? Also die Einschätzung stützt sich, dass sich der Erdölpreis erholt. Der aktuelle Erdölpreis kann langfristig nicht auf diesem Niveau verharren, weil sehr viele Unternehmen nicht profitabel arbeiten. Die konjunkturelle Erholung wird natürlich dazu führen, dass die Nachfrage nach Erdöl ansteigen wird, aber auch die Nachfrage nach Kerosin und Benzin wird dadurch höher. Und ich glaube, das ist aktuell etwas, was der Markt unterschätzt. Dementsprechend bin ich optimistisch, dass die Investoren vermehrt den Fokus auch auf die Nachfrage in der Erdölproduktion wieder legen. Und dementsprechend sehe ich hier noch ein gewisses Potenzial für diese Aktien. An welche Aktien denken Sie da besonders? Also ich denke hier an Royal Dutch Shell, die gefällt mir, ist aktuell sehr günstig bewertet, hat eine sehr hohe flexible finanzielle Lage, auch weil sie natürlich die Dividende gekürzt haben oder eben auch die Investitionen gekürzt. Ist aber auch entscheidend, dass sie vor allem im Flüssiggasgeschäft weltweit die Nummer 1 sind. Das birgt natürlich eine gewisse Diversifikation, nicht nur im Erdölbereich, sondern dass man auch im Flüssiggasbereich tätig ist. Und was zukünftig weiteres Wachstumspotenzial verspricht, ist die, ich sage, alternativen Anlagen im Bereich alternative Stromproduktion.
Hier baut Roldat Shell auch die Kapazitäten aus und das wird natürlich positiv unterstützen. In Ihrer Sektorstrategie haben Sie auch gleichzeitig den Gesundheitssektor untergewichtet. Das heißt, in anderen Worten, Sie verabschieden sich von den Aktien von Novartis und Roche. Ich würde jetzt auf den aktuellen Niveaus mit neuen Engagements erwarten im Gesundheitssektor. Das sind drei Gründe, die uns etwas vorsichtig gegenüber dem Sektor stimmen. Das ist erstens mal die Erwartungshaltung, die ist sehr hoch. Die Kursgewinne seit Jahresbeginn sind sicherlich auch durch die Corona-Krise getrieben, vor allem bei den Unternehmen, die involviert sind im Bereich von Corona. Dann der zweite Grund ist auch, das Enttäuschungspotenzial ist hoch, vor allem bei den Gesellschaften zum Beispiel im MedTech-Bereich, die durch den Operationsstopp in den Spitälern negativ betroffen sind. Aber auch bei den Pharmafirmen sind natürlich die Medikamentenstudien, die gestoppt wurden oder sich jetzt nun verzögern durch die Corona-Krise, werden die zukünftigen Erträge sicherlich negativ beeinflussen. Der dritte Grund ist der US-Wahlkampf. Wir glauben, dass in den USA die Medikamentenpreise, die sehr hoch sind, wieder stärker in den Fokus gerückt werden im Wahlkampf. Das wird natürlich die Anleger etwas abschrecken, deshalb sind wir eher vorsichtig gestimmt. Aus heutiger Sicht, wo sehen Sie die größten Risiken für die Aktienmärkte? Also das größte Risiko ist aktuell eine zweite Welle in der Corona-Pandemie. Und wenn die zweite Welle wirklich den Erholungspfad der Wirtschaft, stoppt oder sogar abwürgt, das wäre natürlich deutlich negativ zu sehen. Für mich noch sehr wichtig, die Unternehmensergebnisse, die ab Mitte Juli publiziert werden. Hier sicherlich die Ausblicke der Unternehmen. Das birgt natürlich die Chance, dass die Unternehmen wirklich jetzt sagen können, wie sie das zweite Halbjahr sehen, birgt aber natürlich auch das Risiko, wenn sie keinen Ausblick gewähren, für Enttäuschungen. Jan Wittmer, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.